Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry New Dawn. In der letzten Folge haben wir uns Ethanol besorgt und dieses Gefährt hier gefunden. Und jetzt machen wir uns damit mal auf den Weg. Das ist jetzt hier mein neuer bester Freund. Sitze tauschen, was macht er dann? Aber nach oben. Oh. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an wie eine Bombe. Es war anscheinend auch eine. Ja, wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf den Weg zu einem Außenposten und wir gucken einfach mal, was uns da so auf dem Weg hin erwartet. Ich hoffe natürlich wieder nur das Beste und ja. Das war ungünstig, dass die Dinger explodieren. So. Mein Quad habe ich jetzt wieder. Ist denn noch? Nein, mein Dings ist natürlich nicht mehr gespeichert. Wir müssen hier hin. Ich frage mich, das hier ist auch irgendwie noch irgendwas. Aber irgendwie ist es auch, glaube ich, nichts mehr so richtig. Kann das sein? Sieht stark danach aus. Ich wollte da nicht runter. Gut, da wird mir wieder irgendwas angezeigt hier. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Oh! Ja, das hätte ich sehr, sehr gerne. So, der ist schon mal weg. Bleib stehen, Bitch. Stehen bleiben. Ich brauche den Inhalt ihres Lastwagens. Da ist nämlich das Zeug für meine Waffe drin. Und die hätte ich schon sehr, sehr gern. Ach, als ob mir da jetzt so ein Typ entgegenkommt. Okay, ich glaube... Oh. Hallo. Einmal die Waffe wechseln. Stirb. Bitte stirb. Bitte stirb. Oh. Ja, das hat jetzt nicht so geklappt, wie vorherzusehen war. Gutes Deutsch mal wieder. Das finde ich immer so ein bisschen belastend, wenn man stirbt, aber passiert. Aber so ist das, wenn man ohne Taktik einfach nur ins Geschehen springt. Also, da bin ich schon so ein bisschen selbst schuld dran, glaube ich. Wir gucken einmal ganz kurz, wie viel kostet das? Das hier war's, ne? Ja, dafür fehlen mir halt diese Teile da. Und habe ich hier jetzt eigentlich schon das Ding? Nee, aber das kann ich mir jetzt leisten. Aber ich wollte das haben, oder? Sturmgewehr leise, das kann ich mir auch leisten. Sollen wir das einfach mal nehmen? Ich muss erst mal kurz gucken, ob es überhaupt das war, was ich wollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Das hier. Okay. Sturmgewehr leise. Okay, Moment, ich muss noch kurz gucken. Ja, ein Raketenwerfer leise, das wäre auch mal nice, wenn es sowas geben würde. Eine Schleuder, das hilft mir jetzt nicht so. Sägeblattwerfer, ja, das Ding ist zwar nice, aber ich würde es halt wieder voll selten benutzen. Ich fand die Waffe aber an sich auch cool. Aber es war... Ach komm, wir nehmen es jetzt einfach. Ja, das ist das Richtige, hoffe ich. So. Was? Das ist jetzt... Es ist jetzt nicht die Waffe, die ich wollte. Aber sie ist halt leise. Moment, ich schaue mal kurz. Ich habe den Bogen noch. Den könnte ich theoretisch rauswerfen. Kann ich das hier eventuell bei der Waffenstation machen? Dann habe ich nämlich mein Sturmgewehr noch am Start. So. Weil das wäre mir halt doch schon wichtig. Das ist dann halt noch kein richtiges Sturmgewehr. Ne? Das ist halt einfach so ein Ding halt. Ich schaue hier noch einmal kurz drauf. Ja, das ist... nee. Wir müssen dann hier wahrscheinlich weiter gucken, ne? Maschinenpistole leise. Ja, das werden wir dann brauchen. Können wir uns das jetzt schon leisten? Nee, uns fehlt jetzt nur ein bisschen Klebeband. Komm. Dann packen wir das hier. Nein, das erste Sturmgewehr bitte. Weil das, was wir jetzt haben, ist schon mal eine gute Alternative zu dem, was wir sonst gehabt hätten. Dementsprechend packe ich das jetzt einmal hier hin.
Und das Ding, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Dich packe ich einmal hier hin. So. Perfekt. Ich überlege gerade, kann man die Waffen eigentlich auch verbessern? Ich frage mich, wie oft ich hier heute noch hinlaufen werde. Und ich habe mich schon wieder, also meine Betonung gerade war wieder mega weird, aber komm, fuck it. Nee, ich kann hier nichts verbessern, ne? Ich kann es vergleichen und zuweisen, aber verbessern kann ich nichts. Enttäuschend, muss ich sagen. So, komm, jetzt aber. Hier, auf zum Außenposten, da werde ich mich erstmal irgendwo verkriechen und eine Person nach der anderen dann erstmal ausschalten, wenn das irgendwie möglich ist. Da stand ja, dass es eine tolle Alternative zum Scharfschützengewehr wäre. Betonung liegt auf wäre, denke ich. Deshalb ist das, glaube ich, eher mit Vorsicht zu genießen. Aber komm, besser als nichts. Es ist leise, also kriegen wir das schon irgendwie hin. Wir müssen uns sowieso am besten erstmal wieder so einen Platz oben suchen und dann erstmal dieses Ding, diesen Alarm ausschalten. Das ist sowieso immer das Beste. Wieso läufst du genau auf die Straße? Warum? Es ist genau wie in Far Cry 5. Das war schon sehr belastend. So. Gut, ich lasse mich jetzt auch wieder nicht sonderlich ablenken. Es sei denn, ist es irgendwas, was wirklich sinnvoll ist, dass wir das machen. Sprich, Ethanol oder so ein Shit. Sind das Typen von denen? Es sind Typen von denen. Moment. Au. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Munition. Das finde ich gerade nicht so töfte. Au. Du blödes Miststück. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen. Bin ich das? Oh oh, keine Munition mehr. Bye bye. So. Ich frag mich gerade, hallo? Ich frag mich gerade, ob mir das was gebracht hätte, da hinzugehen. Habe ich noch irgendwie. Ja, munitionstechnisch sieht es jetzt nicht mehr so gut aus. Und ich glaube, hier ist irgendwas. Ein Bär. Muss los. Aua. Tschüss. Böser Bär. So. Was ist das denn schon wieder? Ah, ja. Also, es ist so nervig. Was ist. Mann, Typ. Ups. Das war ein Unfall. Achso, da war ein Sniper oben drauf. Okay. Das war eher irrelevant, aber. Hier passiert halt einfach immer so viel, ne? Also, das ist echt immer krass. Hier werden wir jetzt schon wieder von zwei Autos verfolgt. Wer kennt es nicht? Ich versuche jetzt einfach erstmal vor denen zu flüchten. Also, ich habe da gerade keinen Bock drauf. Aber es ist halt nicht so einfach, ne? Ich fahre jetzt einfach mal irgendwie hier so rein. Das hier ist ja eigentlich genau ein Außenstützpunkt von mir. So.
Ups. Wo ist denn hier jemand? Ach da, da sind zwei. Zwei. Wieso kann ich die eigentlich nicht mehr mit einem Takedown killen? Ups. Steh mal auf. Ich wollte mich jetzt eigentlich noch nicht heilen, aber danke. Nein, ich möchte nicht deine Waffe haben. Danke, danke, danke. So. Da hätt's mich fast erwischt. So. Ich denke mal, ich kann Munition jetzt auch hier auffüllen, aber das war schon wieder alles ein bisschen nervig hier. So, wo geht das denn hier? Hier, ne? So, Munition nachfüllen. Das nehme ich auch mit. Inventar voll. Okay, wir haben 7 Punkte, ne? Dieser Vorteil hat 7 gekostet. Der hier. Ja, das möchte ich gern haben. Weil das ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen. Das nächste kostet dann 8. Ja, das sollten wir halt schon, so gut es geht, auffüllen. Weil das ist schon eine sinnvolle Sache auf jeden Fall, wenn wir die halt wieder, ne, im Nahkampf killen können. So. Okay, wir müssen hier lang. Naja, das wird auf jeden Fall alles wieder sehr interessant und witzig. Da oben ist auch, obwohl das ist ja nur die Statue, oder? Ich weiß nicht, es ist halt am Dingsen, also am Qualmen. Das ist der richtige Begriff dafür. Vielleicht ist es aber auch dieses Feuer, was ich da ausgelöst habe. Wir können da ja einfach nochmal hinfahren und gucken. Das hier rechts war diese Rennstrecke, oder? Hier ist jetzt auch nicht, also es sieht nicht so aus, als wäre es irgendwie unter Fremdeinwirkung. Deshalb lassen wir es einfach erstmal, aber ich weiß es nicht. Was ist das hier wieder für ein Laden? War ich da schon drin? Bin ich da schon eingestiegen? Das sind die wichtigen Fragen hier. Was ist hier wieder los? Komme ich hier überhaupt rein? Es sieht nicht danach aus. Die Bude ist eher versunken, glaube ich. Ja. Was ist denn? Bin ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Komm. Fuck it. Da vorne ist auch noch ein Gebäude. Das ist die Tankstelle. Die sieht auch schon sehr versunken aus. Und hier sind keine Fenster mehr. Nee. Dann wird das natürlich nichts. Möchtest du bitte? Dankeschön. Nee, Fahrzeughilfe möchte ich sowieso nicht anhaben. Das ist so ein nerviges Ding, dass es auf Shift ist. Man ist eigentlich immer so gewohnt, Shift zu drücken zum Sprinten und so. Und hier ist es halt einfach nicht Shift. Es ist super merkwürdig. Naja. Müssen wir uns jetzt mit zufrieden geben. Es kommt mich hier schon wieder an. Nee, es ist nicht deren Ernst. Ethanol scheißen wir jetzt einfach mal. Das kriege ich eh nicht mehr ohne großen Aufwand. Von da, also ohne voll den fetten Aufwand zu haben. Und ja, die andere Seite sieht schon nochmal deutlich kaputter aus als hier. Ich weiß nicht, ob man da noch so rüber sollte. Aber wieso läuft denn hier wieder alles so gut und da so schlecht? Soll das mal jemand verstehen? Och nö, immer diese, das ist einfach voll der Mist.
Tschüss. So, und komm, den einen werdet ihr doch wohl jetzt hinkriegen, oder? Wo ist der denn? Ich meine da, oder? Ja. So. Tschüss, Kindchen. Danke für deine Hilfe in Prosperity. Och nö, ich höre es doch schon wieder. Aua! Wo ist das Vieh? Sitze tauschen, okay. Explodiert es wieder? Es explodiert wieder! Hm. Das war jetzt nicht der Plan. Naja. Immerhin wissen wir ja jetzt Bescheid, dass man darauf achten sollte. Habe ich auch schon wieder sehr, sehr früh gemerkt. Wahrscheinlich erst so in der zweiten Hälfte des Spiels denke ich mir so, hm, das könnte damit zusammenhängen. Es könnte eine Bombe sein, vielleicht aber auch nicht. Ach, ich krieg schon wieder einen Herzinfarkt von meiner Intelligenz. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Shit hier am besten umsetzen. Ich muss mir am besten erstmal eine erhöhte Plattform suchen. Das sollte auch möglich sein. Hoppala. Mist. Das ist sehr ungünstig platziert, das Ding. Nee. Das wird nicht funktionieren. Von hier aus wenigstens nicht. Aber wir finden schon einen anderen Spot. Hoppala. Da wurde der wohl von einem Grizzly getötet, während er da gechillt hat. Hä? WTF? Wie soll ich das dann? Nee, bitte nicht. Wie? Bin ich da jetzt komplett von der falschen Seite dran? Nee, ihr seht mich alle nicht. Nein, ihr seht mich alle nicht. Oh shit. Dasselbe Geräusch. Wo ist denn jetzt das Ding? Ach so, direkt hier neben mir. Ups. Okay. Ups. Wo denn runter? Wo rennt die Bitch hin? Okay, einen gibt's noch. Ups. Das war eigentlich eine recht. Also, den haben wir relativ erfolgreich befreit, ne? Wir haben keinen einzigen Schuss eingesteckt. Die haben uns, glaube ich, auch nicht einmal richtig gesehen. Und dass es keine Extrapunkte gibt. Ja, so Scharfschützengewehre sind halt allgemein immer übel nice für sowas. Wenn man sich halt einmal einen guten Posten sucht, dann. Oh. Dann geht das natürlich schon ganz gut. Im Dunkeln, Herausforderung abgeschlossen, okay. Ja, cool. Da oben liegen noch Typen.
Schlüssel zum Schuppen. Das hört sich auch wieder ein bisschen falsch an. Merkwürdige Olle. Kommt hier jetzt was runter? Tatsache. Gar nicht so weit weg von mir. Gehen wir da mal hin. 81 Metern. Oh, da ist es ja. 40 Meter. So, das ist natürlich meins. Sorry, bin schon fast durch. Danke. Ja? Wirst du das tun? Kannst du ihn bitte schlagen? Hau ihm doch einfach mal eins auf die Fresse. So. Danke. Das war doch jetzt nicht so schwer. Zermalmen, ich glaub's wohl. Gut, ich würde aber auch sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir uns mal, ja, auf den Weg irgendwo anders hin. Eventuell nochmal nach da oben. Ja, wir gucken einfach mal. Gut, bis zur nächsten Folge.